So, okay, wir schauen uns mal den CYK-Algorithmus an. CYK, manchmal auch als ZYK-Algorithmus ausgesprochen, ne? Was macht der Algorithmus? Der hilft einem dabei, das Wortproblem für kontextfreie Sprachen zu beantworten. Was ist das Wortproblem generell? Also ich habe eine Sprache gegeben und dann ist das Wortproblem ein Entscheidungsproblem, nämlich ich habe eine Sprache gegeben und ein Wort gegeben und ich will entscheiden, ist das Wort in der Sprache drin oder nicht. Ja? Das ist das Wortproblem und das Wortproblem für eine kontextfreie Sprache ist eben, okay, ich habe eine kontextfreie Sprache gegeben und ein Wort und ich will wissen, ist das Wort in der Sprache drin oder nicht. Und diese Antwort kann einem für kontextfreie Sprachen der CYK-Algorithmus geben. Okay. Wir schauen uns mal eine einfache Beispielsprache an. Und zwar möchte ich mal die Sprache über alle ganz einfachen Terme haben. Und zwar Terme folgender Form. Ich will sowas haben wie a plus a oder a minus a oder a, na, a plus a minus a oder a minus a minus a und so, ne? Ganz einfache Terme. Jetzt mal ohne Klammerung, ne? Wir wissen, das kann dann bei der Interpretation letztlich zu Problemen führen. Also zum Beispiel hier a minus a minus a ist jetzt eigentlich gemeint a minus a. Rechnet man zuerst a minus a aus, dann kommt hier 0 raus und a minus 0 ist a. Oder rechnet man von links nach rechts a minus a, kommt hier 0 raus, minus a ist minus a. Okay, das soll uns jetzt mal nicht kümmern. Das ist ein Problem der Semantik letztlich, ja. Wir haben jetzt hier, wollen wir einfach nur überprüfen, ob die Terme syntaktisch korrekt geprüft sind. So. Ja, und dann wollen wir vielleicht noch sowas zulassen wie minus a. Also Vorzeichen minus wollen wir auch zulassen. Ne? Dann wäre auch sowas denkbar hier a plus minus a, ne? Oder a minus 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 a. Gut, wobei man hier auch nicht so genau weiß, ne? Welches von denen ist jetzt eigentlich, ne, weiß man schon, doch, doch, also diese beiden hier sind Vorzeichen, Minusse, ne, und das Minus hier, das muss ein Subtraktionsminus sein. A minus, minus, minus A. So, okay, das sollen also jetzt hier korrekt gebildete Terme sein nach unserer Vorstellung. Und jetzt gehen wir mal eine Grammatik an, eine kontextfreie Grammatik. So, wie könnte sowas einfach aussehen? Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, also ich lasse mit dem ganzen Formalismus drumherum Quatsch weg. Wir gucken uns mal nur die Produktionsregeln an. Also, wir könnten uns vorstellen, wir hätten ein Startsymbol T, ja, T. Und wohin wollen wir das ableiten? Na gut, also einmal können wir hier Addition machen, und zwar Addition von zwei Termen. Ne? Also Term plus Term. Oder Term minus Term, wir wollen noch die Subtraktion haben. Oder außerdem wollen wir noch sagen, dass sowas wie Minus Term gelten können soll. Ne? Also das Vorzeichen Minus wollen wir berücksichtigen. Und außerdem wollen wir einfach nur ein kleines a als Term haben. Und jetzt können wir uns mit dieser ganz kleinen, ist noch keine Grammatik, ist nur die Produktionsregel, ne? Aber wir können da Grammatik draus machen. Kommen wir mal eine Grammatik draus, was brauchen wir da noch? Wir brauchen die Menge von Variablen in dem Fall, ne? Wäre in unserem Fall T. Alphabet wäre, würde bestehen aus dem Zeichen Plus, Minus und A. So, jetzt brauchen wir das Startsymbol, ist T. Und die Produktionsregeln, die brauchen wir auch noch, P. Nennt man öfter P als Produktionsregel, die habe ich jetzt einfach hier hingeschrieben. So. Damit hätten wir so eine kleine Grammatik zurechtgebastelt. Okay. Jetzt kann man sich davon überzeugen, dass da wirklich auch alle Wörter, die da oben, die wir haben wollen, damit ableitbar sind. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Wir wollen jetzt mal andersrum gehen. Wir wollen jetzt mal ein Wort nehmen. Irgendeins. Hier finden wir mal eins. Und jetzt, wir nehmen uns natürlich ein einfaches Wort, ne? Vielleicht sieht jeder sofort, dass das irgendwie in der Sprache drin ist. Aber man kann sich auch vorstellen, dass man ganz komplexe Regeln hat und ganz komplexe Wörter und dass man das nicht auf den ersten Blick sieht und dass man dann tatsächlich Algorithmen braucht. Okay, nehmen wir mal folgendes Beispiel. Nehmen wir mal a
minus a minus minus a. Ja, nehmen wir mal das hier als Wort. Wir wollen wissen, ist das in der Sprache drin oder nicht? Okay. Der CYK-Algorithmus geht davon aus, dass man eine kontextfreie Grammatik hat, und zwar nicht irgendeine kontextfreie Grammatik, sondern eine, die in Chomsky-Normalform gegeben ist. Ja, was war nochmal Chomsky-Normalform? Wir erinnern uns, Chomsky-Normalform, wenn man irgendeine Variable hat, ne, die darf man ableiten zu entweder zwei anderen Variablen oder einem kleinen Terminalsymbol. Was anderes ist nicht möglich. Ja, man kann jetzt hier nicht drei Variablen stehen haben oder Variablen und Terminalsymbole miteinander gemischt und so, das geht alles nicht. Also entweder auf der rechten Seite darf man nur haben, entweder zwei Variablen oder ein Terminalsymbol. Und jetzt kann man zeigen, dass man jede kontextfreie Grammatik überführen kann in Chomsky-Normalform. Das haben wir auch im anderen Video schon kennengelernt. Gut. Das machen wir jetzt gerade mal hier für unsere Grammatik. Die überführen wir jetzt mal. So, was brauchen wir? Schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir für. Jetzt müssen wir erstmal vielleicht die Mischung loswerden. Also, wir haben jetzt zum Beispiel. Also, zuallererst gucken wir mal, ob man irgendwelche Epsilon-Regeln drin hat. Hat man nicht drin? Okay. Dann schaut man mal, ob man irgendwelche einzelnen Variablen auf der rechten Seite stehen hat. Haben wir auch nicht. Ist auch okay. Als nächstes sollten wir mal die Nicht-Terminalsymbole, die jetzt zwischen Variablen und so weiter stehen, die sollte man ersetzen durch Terminal. Andersrum, die Terminalsymbole sollten wir ersetzen durch Nicht-Terminalsymbole, also durch Variablen. Das machen wir gerade mal. Und zwar machen wir hier mal aus dem. Wir müssen eine Variable einführen fürs Plus, okay? Und zwar nennen wir die jetzt mal fürs Plus, vielleicht sinnigerweise P geht nach Plus. Nur jetzt verwechseln wir das mal nicht mit dem Produktionssystem P hier. Können wir auch wegmachen, brauchen wir erstmal nicht mehr. So. Okay, also, wir haben jetzt hier für das Plus eine Variable eingeführt, P, und für das Minus führen wir auch eine ein, die nennen wir sinnigerweise M vielleicht. Ne? So, was sollten wir jetzt mal machen? Jetzt sollten wir hier oben mal aus dem T plus T ein TMT machen und aus dem T minus T hier machen wir ein T. Entschuldigung, Quatsch. Da stand T plus T. Da machen wir draus T plus T. So. Und aus dem T minus T machen wir ein TMT. Ne? Weil das Plus kann man nach Plus, dem Pluszeichen ableiten. Das M hier kann man nach dem Minuszeichen ableiten. Jetzt haben wir hier noch ein Minus T. Was machen wir da draus? Jetzt haben wir ja für das Minuszeichen eine neue Variable M eingeführt. Da haben wir MT draus. So, das ist noch immer nicht Chomsky-Normalform, ne? Das Einzige, was uns jetzt noch von Chomsky-Normalform trennt, ist die Tatsache, dass wir hier Regeln haben mit drei Variablen auf der rechten Seite. Die Regel hier ist okay, ja, zwei Variablen auf der rechten Seite, die ist auch okay, ein Terminalsymbol, ein Terminalsymbol, ein Terminalsymbol, das wäre fast Chomsky, außer diese beiden. Ja, was kann man da machen? Ganz easy. Man greift sich immer so ein Zweierpack hier raus und führt dafür einfach eine neue Variable ein. Ja? So, das machen wir mal. Und zwar machen wir das jetzt hier mal vielleicht für pt. Wir führen mal die Variable e ein und e geht nach pt. Und jetzt können wir einfach das pt hier nehmen, weg damit und ein e hinsetzen. So. Und jetzt können wir das E hier nach PT ableiten und letztlich dann eben, wenn ich für das T diese Regel hier anwende, TE, dann nach TPT. Man hat jetzt nur einen Schritt mehr als vorher, dafür ist man Chomsky-Normalform damit. Das gleiche machen wir hier. Wir führen eine Variable F ein. F soll gehen nach MT. Machen wir das hier weg. Und schreiben hier F rein. So. Das haben wir hier auch, ne? T geht nach TF und F nach MT, also geht T letztlich nach TMT und damit hätten wir wieder die Regel von vorher. An der Stelle kommt vielleicht der ein oder andere auf den Gedanken, hey, gucke mal, hier haben wir MT und da haben wir MT, jetzt können wir hier stattdessen doch F schreiben. Vorsicht, damit würden wir die Chomsky-Normalform wieder verlassen, ne? Weil dann hätten wir nur eine Variable auf der rechten Seite. Okay. Oder einer kommt auf den Gedanken,
Ich könnte ja jetzt hier statt F T schreiben, ne? Weil T geht nach MT, aber dann könnte man an der Stelle, wo ein F steht, auch zu ganz vielen anderen Dingen noch ableiten, zu denen man vorher nicht ableiten könnte. Das will man auch nicht haben. Also, man hört jetzt einfach auf, ne? Und dies ist ein Chomsky-Normalform, wunderbar. Und jetzt haben wir genau die Grundlage, die wir brauchen für den CYK-Algorithmus. So. Jetzt, wie funktioniert der? Ich schreibe mir das Wort hier nochmal groß, etwas größer in die Mitte, weil ich brauche ein bisschen mehr Platz wahrscheinlich. A minus A minus minus A. So. Okay. Wenn man jetzt mal andersrum denkt, wenn wir dieses Wort erzeugen wollten, ja, dann müsste man jetzt ja hier versuchen, von der Startvariable t, müsste man versuchen, eine Ableitung zu finden hin zu diesem Wort. Oder einen Syntaxbaum mit T an der Spitze, der das Wort ergibt. Der CYK-Algorithmus geht rückwärts. Ja? Der nimmt das Wort und versucht letztlich jetzt rauszufinden, ob es eine Ableitung gibt, ob es einen Syntaxbaum gibt, gemäß dieser Regeln, der von T aus startend dann dieses Wort ergibt, ja, so. Also, die Frage ist, wenn ich von diesem Wort ausgehe, kann ich dieses Wort aus diesem Wort von unten her derart einen Syntaxbaum rückwärts kreieren, sodass ich bei der Startvariable rauskomme. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie macht man das? Mache ich hier gleich mal, man fängt hier an, Kästchen zu machen für jeden Buchstaben 1, also für jedes Terminalsymbol ein Kästchen. Und dann, ich zeichne gleich mal, worauf es hinausläuft. Dann sieht man auch gleich, wie man das ganz einfach gestalten kann hier. Für jeden Buchstaben, für jedes Terminalsymbol gehe ich hier eins weiter runter und erzeuge mir so eine Dreiecksmatrix. So, hier am Rand vielleicht noch ein bisschen schön begradigen. Okay. So, ja, also hier oben habe ich jetzt, ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terminalsymbole, also habe ich hier 6 Kästchen, dann 5, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1. Das soll jetzt sozusagen ein umgedrehter Syntaxbaum werden und hier oben, das Ziel ist, dass hier oben die Startvariable t drin steht am Ende. Denn dann können wir von t aus einen Syntaxbaum rückwärts kreieren und unser Wort erstellen. So, wenn ich so einen Syntaxbaum... Ja, also die Frage ist, ich will T haben und T soll zum Syntaxbaum so nach unten abgeleitet werden können, dass hier unten dann steht A minus A minus minus A. Ne? So ein Syntaxbaum will ich hier haben. So. Jetzt wissen wir im Syntaxbaum, oberhalb stehen auf jeden Fall die Variablen, die sich zu diesen Terminalsymbolen ableiten lassen. Ja? Also für das A gibt es jetzt zum Beispiel nur das große T, das sich zu A ableiten lässt. Also muss im Syntaxbaum hier vorher ja das T stehen. Bei dem Minuszeichen muss vorher das M stehen. Bei dem kleinen A wieder das T und so weiter und so weiter. Das heißt, wir wissen eigentlich beim CYK oder generell bei Chomsky-Normalform wissen wir, dass die unterste Reihe das Wort ist im Syntaxbaum und die vorletzte Reihe müssen diejenigen Variablen sein, die sich zu dem einzelnen Terminalsymbol ableiten lassen. Gut, jetzt schreiben wir hier rein in die Kästchen jeweils, welche Variablen sich zu diesem Terminalsymbol jeweils ableiten lassen. Umgedrehter Syntaxbaum, ne? Das ist auch die vorletzte Reihe von unten betrachtet. Okay, also zum A kann man ableiten nur das T. Zum Minuszeichen das M, zu A das T, zum Minuszeichen das M, zu diesem Minuszeichen auch das M und zu dem A das T. So. Jetzt gehen wir in die drittletzte Zeile von unten her betrachtet. Ja? Jetzt ist die Frage, wie sind denn die Symbole hier beschaffen? Die Symbole hier können ja nur Symbole sein, die sich nicht direkt zu Terminalsymbolen ableiten lassen. Also müssen es solche sein, die sich zu zwei weiteren Variablen ableiten lassen. Also hier drin stehen nur Variablen, die sich zu zwei weiteren Variablen ableiten lassen.
So. Hier stehen diejenigen Variablen, die sich zu tm ableiten lassen. Weil wenn ich das zu tm ableite, dann kann ich hier nach t und t nach a und m nach minus ableiten. Ne? Dann hätte ich hier so einen kleinen Syntaxbaum, Minisyntaxbaum. Jetzt gucken wir mal, gibt es eine Variable, die sich zu tm ableiten lässt? TE, TF, MT, PT, MT. Nein, TM ist nicht mit dabei. Also machen wir ein Strichelchen rein. Nächste. Dieses Feld hier betrifft diese beiden. Ne? Lässt sich eine Variable nach M und T ableiten? Ja, da haben wir schon eine, nämlich T lässt sich nach MT ableiten. Das schreiben wir mal da rein. Was würde das bedeuten? Dieses T lässt sich nach MT ableiten und das M zum Minus und das T zum A. Das heißt, dieser Syntaxbaum hier, dieser Mini-Syntaxbaum da drin, ja, das ist ein Syntaxbaum, der minus A erzeugt. Aus dem T wird ein MT, aus dem M ein Minus, aus dem T ein A. Okay, wir sind aber noch nicht fertig, wir müssen aufpassen, denn wir müssen noch suchen, ob es noch weitere Variablen gibt, die sich nach MT ableiten lassen. Ah ja, F auch. F, ihr erinnert euch, F ist der hintere Teil hier von T minus T. Ne? Also dieses F hier lässt sich auch zu minus A ableiten. Und könnte ja dann der hintere Teil sein von dem a minus a. Ne? F nach mt, m nach minus, t nach a. Dieser Mini-Syntaxbaum könnte ein Teilbaum sein von diesem größeren Teilbaum hier. So. Jetzt gucken wir mal weiter die Zeile durch. Ne? tm, lässt sich die m ableiten, haben wir vorhin schon festgestellt, lässt sich nicht herleiten aus irgendeiner Variable. mm, das kommt mir jetzt komisch vor. Nee, mm war auch nicht mit dabei. MT aber schon. MT hatten wir auch hier schon gehabt, ne? Also M und T lässt sich erzeugen aus einem T und aus einem F. Okay, ganz schön anstrengend. Weiter geht's. So, jetzt volle Konzentration. Dieses Feld hier ist die Spitze, folgend, ich markiere es mal ein bisschen farbig, ja, ist die Spitze dieses Teilbaums hier. Aus diesem Feld geht letztlich a minus a hervor oder kann hervorgehen. Auf welche Möglichkeiten geht das? Ich kann das Ding hier nur nach zwei Variablen ableiten. Jetzt kann es so sein, dass ich das derart ableite, dass ich nach dem t ableite, was direkt zum a übergeht, und zu diesem hier, was dann zu minus a wird. Also ich trenne, ich muss ja irgendwo halbieren, ja? Ich halbiere jetzt hier erstmal. Hier zwischen diesen beiden an dieser Stelle und sag, okay, dieses Variablensymbol hier wird abgeleitet nach zwei Variablen, und nach der linken Variable, die diesen Teil übernimmt, und der rechten Variable, die den Teil übernimmt. Oder es könnte aber auch so sein, dass die linke Variable den ganzen linken Teil übernimmt und die rechte Variable nur dieses a. Also, ich muss letztlich schauen, ob ich mit diesem Feld folgende zwei Teilbäume ableite. Diesen hier und diesen. Ja, den und den. Der zum a und der zum minus a. Damit hätte ich hier ja, meinen ganzen Ausdruck, der mich gerade betrifft, in zwei Hälften geteilt. Oder diesen Ausdruck und diesen Ausdruck. Weil ich ja mit dem hier diese beiden ableiten kann. Ja, und dann fehlt nur noch dieses hintere Stückchen. So. Schauen wir mal. Also, gehen wir mal vom grünen Fall aus, wenn ich von diesem Feld aus das oder das hier ableiten will. Das und das, ja? Also, kann ich aus irgendwie aus einer Variablen heraus TT ableiten? Nö, TT geht nicht, GTF. TF geht nämlich aus T.
Also, ich könnte jetzt hier von diesem T aus TF ableiten und dieses F hier dann zu MT. Und damit hätte ich TMT erzeugt. TT geht nicht, ja, das war sozusagen, ja, eine kleine Sackgasse, dieses T, ne? Das T hier lässt sich zwar zu MT ableiten, aber mit diesem kleinen Minus A kann ich nichts anfangen. Also, wenn ich T nach MT ableite, habe ich ja mein Minus A, also mein Vorzeichen minus hier, und dann kann ich hier mit einem einfachen A vorne dran keinen Term bilden. Das ist schon ganz korrekt so, ne? Also dieses T hier, was sich zu MT ableiten würde, das führt in die Irre, sondern ich brauche hier das F, weil ich mit T und F dann TMT machen kann. Also nochmal, wenn ich hier drin bin, schaue ich, kann ich aus irgendeiner Variablen TT ableiten? Nein. Kann ich TF ableiten? Ja, nämlich aus T wird reingeschrieben. So, jetzt nehme ich das nächste Paar. Kann ich aus T ableiten? Nix und T. Nö, das kann ich nicht, ne, weil ich kann nur aus einer Variablen, kann ich ableiten zu zwei weiteren Variablen, und hier habe ich jetzt nur eine. Also immer wenn hier so ein Strichelchen beteiligt ist, dann kann ich das gar nicht erzeugen. Ich kann gar nicht nur T erzeugen aus einer Variablen, das geht nicht. Also bin ich hier fertig. So, jetzt gehen wir weiter. Und zwar muss ich jetzt wieder betrachten, von diesem Feld aus gesehen, das und das oder das und das. Also, erstmal, kann ich irgendwie erzeugen M und nix? Nein, das kann ich nicht erzeugen. Jetzt prüfe ich, kann ich T und M erzeugen, also TM? Nein, geht nicht. Kann ich FM erzeugen? Kann ich auch nicht erzeugen. Also insgesamt ein Strich. Ja? Nochmal zur Erläuterung, ich habe jetzt hier folgenden Teilbaum betrachtet, diesen hier. Ja? Und schau nur an, wie kann ich diesen Teilbaum erzeugen aus diesem Ding hier? Naja, und minus a minus, das kann man letztlich aus gar nichts erzeugen. Das ist schon ganz okay, dass da nichts rauskommt. Jetzt gehe ich hier rüber, und jetzt muss ich wieder gucken, das und das. Also ich betrachte jetzt diesen Teilbaum hier, ne? Kann ich aus dieser Variablen T und nix erzeugen? Nein. Oder kann ich der Variable nix und m erzeugen? Nein, geht auch nicht. Also wieder Strich, 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 Strich. So, nächstes. Jetzt betrachte ich diesen Teilbaum hier. Na, also ich verschiebe sozusagen den Teilbaum und ich betrachte immer eins nach rechts. Ja? Gut, jetzt wieder kann ich hier aus dieser Variablen m und t erzeugen. Ja, mt gibt es nämlich aus t und aus f. Schreiben wir mal alles rein. Wir müssen jetzt alles sammeln, was möglich ist. Ne? MT ist möglich. Nämlich MT kann ich erzeugen aus T oder aus F. MF kann ich nicht erzeugen. Und jetzt muss ich wieder noch die andere Kombi probieren, also dieses Feld und dieses Feld. Nix und T kann ich auch nicht erzeugen, also bin ich fertig. Was erzeuge ich denn hier eigentlich mit dem T und dem F? Ne? Letztlich habe ich hier hinten ja einen, uppala, habe ich hier hinten einen Term, minus A. Das sagt mir dieses T hier. Ne? Also ich habe ja festgestellt, ich kann MT ableiten. Das T hier erzeugt das minus A und das MT erzeugt minus ein Term, also minus minus A. Ne? Und minus ein Term, das steckt hier in dem T drin mit dem Vorzeichen minus, beziehungsweise hier in dem F als hinterer Teil von der Subtraktion. Passt also. So, nächste Zeile. Jetzt betrifft mich folgender Teilbaum. Ich werde jetzt wieder eins größer, ne? Ich nehme immer hier unten ein Zeichen mehr dazu. Ich wandere hier eins hoch. Jetzt will ich wissen, wie kann ich diesen Teilbaum erzeugen? Und jetzt gibt es auf einmal drei Möglichkeiten. Nämlich, ich kann hier halbieren. Dann muss ich versuchen, diese Variable plus diese zu erzeugen. Diese erzeugt mir diesen ganzen Teilbaum, okay? Ich halbiere hier, muss also erzeugen diese Variable und diese Variable. Oder ich halbiere hier. Dann muss ich diese Variable erzeugen und diese Variable. Entschuldigung, diese und diese. Ja? Wenn ich hier halbiere, das ist dieser kleine Teilbaum und dieser kleine Teilbaum. Also diese und diese muss ich erzeugen. Oder ich halbiere hier. Dann muss ich diese Variable erzeugen, die mir diesen ganzen Teilbaum erzeugt und diese Variable. Also die und die oder die und die oder die und die.
Was mache ich? Am besten kann man sich, kann es leider hier nicht verdeutlichen, mit zwei Fingern, ja, den linken Zeigefinger mal hier drauf schieben, den schiebt man immer nach unten und den rechten Zeigefinger hier drauf und den schiebt man schräg nach oben. Ne? Also ich gehe statt von hier, linker Zeigefinger hier hin, rechter Zeigefinger hier hin und dann geht's da nach unten und da nach schräg oben. Ich versuche es hier mal irgendwie mit Farben anzudeuten. Ne? Mit dem linken Zeigefinger gehe ich immer ein Kästchen hier nach unten. Mit dem rechten gehe ich hier immer schräg rüber. So. Okay. Gut, gucken wir uns mal. Können wir T und nix erzeugen? Also linker Zeigefinger hier drauf, rechter Zeigefinger hier drauf. Können wir T und nix erzeugen? Nein, geht nicht. Linker Zeigefinger eins runter, rechter Zeigefinger eins nach oben. Kann ich nix und nix erzeugen? Nein, geht nicht. Linker Zeigefinger eins runter, rechter Zeigefinger eins oben. Kann ich T und M erzeugen? T und M kann ich auch nicht erzeugen, also bin ich fertig insgesamt. So, nächster Teilbau. Ich betrachte mir jetzt diesen hier. Diesen Teilbau. Linken Zeigefinger hier drauf, einfach mal auf YouTube drauf drücken, den linken Zeigefinger, ne? Den rechten Zeigefinger hier drauf. Jetzt gehen wir hier nach unten und da nach oben. So, also M. Und nix kann ich nicht erzeugen. Zeigefinger nach unten, rechter Zeigefinger hier drauf. T und nix, beziehungsweise F und nix kann ich auch nicht erzeugen. Also auch weg damit. Und hier wieder eins nach unten, mit dem Zeigefinger eins nach oben. Nix und M kann ich auch nicht erzeugen, also weg damit. Jetzt betrachten wir diesen Teil. Finger, Finger. Okay. Kann ich T erzeugen? Nein. Kann ich TF erzeugen? Ja, TF kann ich erzeugen, nämlich aus T, T geht nach TF. Also kann ich hier schon mal ein T reinschreiben. Ne? Dieser gesamte Teilbaum könnte dadurch entstanden sein, dass ich ein T abgeleitet habe nach T und F. Wie war das F hier entstanden? Das F war entstanden durch das M und das T. Und das T letztlich dann zu minus A. Okay. Also T hier. TF. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen noch diese schönen Fingerbewegungen machen. Eins nach unten, hier eins nach rechts. Nix und T, Nix und F kann ich nicht erzeugen. Nach unten, nach rechts oben. Nix und T kann ich erzeugen. Also wir sind fertig. Da steht ein T drin. Fertig. Jetzt sind wir fast fertig. Nur noch drei Felder. Ne? Jetzt gehen wir hier nach unten. Und hier nach schräg oben. Also linker Zeigefinger hier drauf, rechter Zeigefinger hier. T und nix kann ich erzeugen. Nix und nix kann ich nicht erzeugen. T und nix kann ich nicht erzeugen. Nix und M kann ich nicht erzeugen. Also weg damit. Diesen Teil hier nach unten gehen, da nach schräg oben. M und T kann ich erzeugen aus T und aus F. M und T kann ich erzeugen. Weiter geht's. T, T. Oh, jetzt haben wir vier Kombinationen. Geht T, T? Nein. Geht TF? Ja. TF kann ich erzeugen aus T. T steht aber schon drin, brauche ich nicht nochmal reinschreiben. FT. Kann ich FT erzeugen? Nein. FF kann ich auch nicht erzeugen, also bleibt es dabei. Nix und T und Nix und F kann ich erzeugen. Nächstes. Nix und T kann ich auch nicht erzeugen, also sind wir fertig. Jetzt hier unten die Krönung, ja. Ich gehe diese Reihe nach unten mit dem Finger und die andere schräg rechts oben. TT kann ich erzeugen? Nein. TF kann ich es erzeugen? Kann ich erzeugen aus T. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Ich sage gleich warum, aber wir machen trotzdem mal weiter. Nix und T kann ich erzeugen. TT kann ich erzeugen. TF kann ich erzeugen. Aus T haben wir schon drin stehen. Nix, T, Nix, F kann ich nicht erzeugen, Nix, T kann ich auch nicht erzeugen, also T steht hier unten drin und wir sind fertig. So. Was sagt mir das jetzt? Das sagt mir, ich kann aus T, wenn hier unten T drin steht, kann ich aus dem Startsymbol dieses Wort hier unten erzeugen. Wie? Wie sind wir drauf gekommen? Erinnern wir nochmal, wir haben hier T gehabt und hier F, also TF. Ich würde also ableiten, erstmal T nach T und F. Dieses F ist zustande gekommen,
ich erinnere mich jetzt, gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, aber sagen wir mal hier aus dem M und aus dem T, ne? M und T, so war das F zustande gekommen aus dem M und aus dem T. Dieses T hier war zustande gekommen aus dem T und dem F. Dieses F war zustande gekommen aus dem M und dem T. Und dieses T hier, Moment, welches F war das jetzt gerade? Dieses F war aus dem M und T zustande gekommen und das hier war zustande gekommen aus, ja, weil das jetzt hier M und T war, ne, muss dieses T zustande gekommen sein hier aus M und T, genau, richtig. So, und damit können wir jetzt ganz ableiten zu A minus A minus minus A, ja, so. Und das ist genau der Term, den wir haben wollten. Jetzt kann es passieren, dass man hier unten durch diesen Algorithmus nicht auf T rauskommt und nicht auf Startsymbol, dann wäre das Wort nicht in der Sprache.